Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück mit diesem kleinen Liedchen hier bei Far Cry New Dawn. Unser Freund spielt ein bisschen Gitarre. Ja, René ist auch mit dabei und was machen wir heute? Hi, Leute. Was machen wir heute? Ja. Noch ein bisschen Außenposten. Gut, klingt nach einer Idee. Wir brauchen halt die Ressourcen, ne? Was soll ich sagen? Aber was sollen wir machen? Ja, klar. So ist das Spiel, ne? Welchen nehmen wir? Also die Frage ist, sollen wir mal wirklich eine Stufe 3 Außenpost machen? Hast du Bock? Ja. Kann man machen. Okay, dann such dir einen aus. Dann nehmen wir uns das heilige Holz vor. Ich habe zwei Waffen noch auf Stufe 3 mit dem Bogen, mit dem Sägeblattwerfer. Und ich habe das Maschinengewehr, das müssen wir danach bauen wir noch, auch noch. Aber hast du das nicht schon? Nein, nicht das. Hast du nicht die AK, hast du nicht Stufe 3? Nee, Stufe 2. Ah, schade. Ich müsste Stufe 3 jetzt ausbauen. Aber du hast ja den Sägeblattwerfer dabei. Ja, eben. Von daher wird das schon laufen. So ist es. So, Bogen angebündet, dann die Fernsehsprengstoff als Sekundärwaffe. Warte mal kurz. Ich hab die Waffe, Stufe 3. Die ist Stufe 3. Also, ich dürfte sie. Ich muss mal kurz in die Werkbank. Oh, okay, ich hab ein kleines Problem, glaube ich. Für meine Taktik, ja, hab ich auch. Oder hat die. Nee, die hat. Ist auch laut, scheiße. Okay, egal, Taktikwechsel halt so, egal, passt schon. Kriegen wir schon hin. Dann halt andere Taktik. Ich bin das Spielchen dann ein bisschen leiser. Das halt besser machen. Schaffschutzgewehr. Aber da hast du auch hast du einen Scheinwerfer drauf? Wie kann ich den Scheinwerfer Scheinwerfer. Du musst die Waffe herstellen, die einen Scheinwerfer drauf hat. Du kannst ja leider. Das verstehe ich nicht. Die hätten das so cool machen können. Da muss mal kurz ein bisschen meckern. Die hätten das so cool machen können, dass man sich die Waffen zusammenbastelt und keine Ahnung was, aber nein, man hat vorgefertigte Waffen mit vorgefertigten Aufsätzen. Man hat ja sogar einen neuen Aufsatz dazu bekommen. Es gibt ja sogar seit New Dawn jetzt Bajonette. Die könnten voll cool sein, die Bajonette, aber keine Ahnung, keine meiner ausgewählten Waffen hat ein Bajonett, weil ich halt voll auf Stealth gehe und deswegen nur Schalldämpferwaffen habe. Steht dann halt immer, zum Beispiel mein Scharfschützengewehr, was ich einsetze, der Stufe 3 ist das optimierte MBP50. Scharfschützengewehr, da steht dahinter leiser, weißt du? Ja, stimmt. Sie ist gerade. Ja, ich baller mir. Das nächste hole ich mir das leichte Maschinengewehr hier. Die M249 Graffiti. Ich dachte, Prosperity wäre erledigt. Na gut, dann fangen wir mal an, ne? Ja, dann setz mal zurück. Dann, let's go. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Ja, können wir schon hin. Stufe 3. Ja, wir sind jetzt ein bisschen. Halten wir es jetzt mehr aus, aber. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, natürlich kriegen wir halt hin. Paar gezielte Schüsse mit dem Bogen gesetzt. Dann funktioniert das alles. Ein paar Takedowns. Wir müssen nur die Vollstrecker spotten. Wir müssen wirklich die Vollstrecker. Auf die müssen wir achten. Das ist extrem wichtig. Wenn wir die nicht einfach so wegholen können, die müssen wir headshotten mit Panzerbrechen und Munition. Das mache ich mit dem Scharfschützengewehr am besten. Wenn du, aber es sei denn, du hast eins jetzt dabei mit Scheidämpfer. Ich weiß nicht, ich hatte das gar nicht so. Ich habe jetzt mit dem Bogen gerade.
Ja, gut. Dann, weil das, dann, ich bin mir nicht sicher, ob ein Pfeil die holen kann, Mitchell. Na, wenn du Wenn es die, halt voll sagst, riskant wenn wäre. du dir sicher bist mit denen, dass du die holen kannst, dann mach das. Da hinten habe ich. Guck, du kannst die auch nicht dauerspotten, die Vollstrecker. Ich habe da hinten einen. Der steht da. Oder ist der gespottet? Nee, guck nicht. Da, warte mal. Krieg ich den Bogen von hier, den Scharfschützen hier? Ja gut, wenn ich den jetzt hole, bekommen alle da mit, ne? Doch, Schaschitz hat mich gesehen, nicht gesehen, sondern der weiß, dass ich habe ihn nicht getötet, das ist das Problem, der weiß, dass. Aber da hat er einen abbekommen. Wer weiß, dass wir existieren. Solange der dich nicht entdeckt hat, ist alles in Ordnung. Ja, hat er nicht. Okay, dann hätte ich hätte Verstrecker holen sollen, ey. Zwei Lamm Da hinten übrig. oder? Ich habe den einen Vollstrecker. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich glaube, es könnten. Meistens sind es zwei. Tot. Boah, ich hab einen ganz beschissenen Punkt, ey. Ich hab Besuch hier. Lass dich nicht entdecken einfach. Das war schon zu spät. Echt? Wo ist denn weg? Ja, die stand auf einmal zu dritt neben mir und ich hab sie nicht gesehen. Ah, scheiße. Die stand schon rechts davor von dir mit drei Mann. Unter anderem eine Vollstrecker. Dann wo ist jetzt Hardcore? Der ist Hardcore. So hart auch nicht. Wir kriegen hier Besuch. Gehen wir nicht auf den Sack. Vier Vollstrecker wurde erhalten, jawohl, ja. Ist hier noch vier einer da? Vollstreckerpunkte ist erhalten. Ja. Chillig. Ein Alarm übrig. Boah, verdammt. Alarm tot. Alter, leg mich doch am Arsch, ey. Jawoll! Ich hab den Heli mit Fernzündsprengstoff geholt. Jetzt mit dem. Tschüss. Ich keine Waffen. Moment. Was war das? Komm her, Penner. Ja, genau, der kommt hochgelaufen zu mir. Und kriegt den nicht mehr und gib mir einen mit. Einen habe ich abgekriegt. Ah, die mit dem Scharfschützgewehr, die sterben nicht. Der kriegt von mir einen auf den Kopf und der steht einfach noch. Ja, der hat den Helm, ne? Okay, 300 Ethanol. Drei Vorteilspunkte erhalten. Nice.
gut. Ja, der Schauschutz gewährt sich das, was ich das gerne hätte. Viel Glück dabei, ihn dazu zu bringen, uns zu helfen. So. Machen wir noch einen? Ja, klar. Bestimmt, ich bin immer dabei, wenn du Gut, dann gehen wir mal so schnell zur Raffinerie. Wie heißt denn? Dein Charakter hat bei mir gerade die ganze Zeit die Augen zugehört, irgendwie. Sehr lustig aus. Dann let's go. Stufe 3. Sehen wir schon. Ich bin schon halb drin. Okay. Ich versuche den einen da zu holen mit meinem Bogen. Nein, ich bin das Scharfschützengewehr dafür, glaube ich. Sicher ist sicher. Boah, fuck, der steht noch. Was? Wieso steht er? Ich hab panzerbrechende Munition genommen. Haben die mich entdeckt? Nein. Glaub nicht, oder? Es kam zumindest keine Meldung. Gut. Dann haben die mich ja nicht entdeckt. Der lebt auch noch! Ey, was? Jetzt haben sie mich entdeckt, fuck! Halt die Formular Alarm fern! Zu spät. Sorry. Ich hatte keine, ey, Scheiße, Mann. Na, alles gut, nichts passiert. Wer beschlägt das immer auf? Na, passiert. Oh, da oben ein Verstärker. Ja. Das sind halt, eigentlich sollten wir noch besser mit Elite-Waffen spielen, weißt du? Ah, mein Scharfschützengewehr reicht es halt nicht. Ein Alarm down. Aber naja, egal. Ich hätte halt auf Kopf schießen. Ja, weil. Das war absolut weil der mich jetzt abgelenkt hat, habe ich. Das Problem. Oben steht ein Scharfschütze. Auf dem vor dir ist da. Und einer hat mich gerade abgelenkt, dass ich nicht dran kam. Ich hätte ihn wahrscheinlich in einem Zug geholt. Ist der runtergerannt? Was? Nee, ich versuch gerade. Das ist. Oh! Da ist ein Vollstrecker mit. Das war deine letzte Munition, mein Freund. Ich bin gerade am. Ich habe auch den einen oder anderen gerade mir noch geholt. Gar nix. Geht dir nicht down, ich hasse Heli. Jetzt ist er down. Schnauze voll. Dann gehe ich mit dem. Der kommt. Drecksack. Der Kollege hat nur überlebt, weil du mich weggeschossen hast, du Arsch, ey. Wo kommt der denn überhaupt her? Hier hinter mir. Checker tot. Was? Ich hab den aber nicht voll Schreck bekommen. Nicht beim Takedown. Hier sind aber noch mehr. Ja, aber du hast noch nicht geskillt. Jawohl. Deswegen, du musst die schweren Takedowns zu skillen. Nix down.
Ja, komm, ja, wir kriegen es hin. Ja, klar, so schwer ist es nicht. Irgendwie, ja. Ich sehe den, nicht. Ja, sie. Und Heli? Jetzt ist der Heli weg. Scheiße, Heli kam auf mich zu. Ich habe Heli abgekriegt. Dahin. Okay. Da ist noch immer noch. Hier ist doch noch ein Heli irgendwo, oder nicht? Nein, Heli down. Alle Helis sind down? Ich habe zwei runtergeholt. Ich schwör's dir, ich höre immer noch dieses Heli-Geräusch irgendwo. Boah! Das ist ein Raketenwerfer, Vollstrecker. Okay, doch kein Vollstrecker. Aber einer mit einem Raketenwerfer schaden. Hier ist noch einer. Ich hab ihn. Also, was heißt, ich hab ihn gesehen. Das war der letzte. Die war nicht ohne. Die war schon hart gemacht. Die war nicht ohne. Dann haben wir die auch auf Stufe 3. Guck mal auf die Uhr. Oh, sind noch ein bisschen Zeit. Oh, Trefferzeit. Jetzt mache ich mal die Scans. Ich hoffe, dass ich die jetzt skillen kann. Ich glaube, man bekommt immer 3 Vorteilspunkte, wenn man den einnimmt, den Outpost. Um oh ja, drei. Meister Takedowns. Hab sie. Für elite Gegner. Dann habe ich die Reihe nämlich zu. Wie sieht's mit Ethanol aus? Reicht das um die Werkbank aus, also unsere Waffen? Ja, das gucke ich gerade. Die du meinst die Werkbank, ja. Yes. Ich guck gerade. Ja. Ist gerade auch, auch im Gange, Stufe 3. Kann ich einfach nicht ausmachen. Voll aufgehört, also kann ich jetzt meine Waffen wieder nehmen, endlich. Ja, 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 jetzt kannst du deine. Yes. Jetzt kannst du deine Waffen wieder nehmen. Meine Babys. So, Stufe 4. Auch die kann man nehmen, die Elite-Waffen. Um das vielleicht mal gesagt zu haben, ich spiele auf der Endstufe als Hauptwaffe nehme ich die wo ist sie? Die BP2, alles mögliche. Mhm. Die hat einen Schalldämpfer, ist Sturmgewehr, Schalldämpfer, eine Bullpup ist das. Macht soliden Schaden, also die lässt sich top hocken. Ist auch auf Entfernung gut, hat ein ganz gutes Visier und alles. Mhm. Dann als Scharfschützengewehr nehme ich die SA-50 Space Force. Ich weiß aber nicht, ob die für jeden zugänglich ist. Ich glaube, die habe ich wegen dem Add-on. Optional die SA-50 Rohrlänge. Dann als Bogen. Ja, warte mal ganz kurz. Ich sehe gerade, weil ich mir Sägeblattwerfer machen muss, die V3 möchte ich haben. Wir müssen noch einen Bären jagen. Ich glaube, das ist aber ein Dingsbär. Ein mutierter Bär, die ich dafür brauche, um die herzustellen. Yes. Ansonsten müssen wir Kisten farmen gehen. Ich habe übrigens bei gerade ein Sturmgewehr, Elite-Sturmgewehr. Mein erstes. Gut, kein Grundstück, wenn ich das Spiel noch nicht so weit habe. Ja, sehr gut. Ja, und als Bogen nehme ich den Glückstreffer Compound Bogen 5. Ja, den würde ich auch gerne nehmen. Die Handfeuerwaffe, die ich noch habe, ist. Warte, wie heißt sie denn? Wo ist sie? Die A99 Weihnachtsband. Habe ich. Und meine Nahkampfwaffe ist Schaufelrealität. Das ist ja wohl die geilste Schaufel ever. So, ja, ich habe diese Waffenauswahl gewählt für mich, weil ich halt, wie gesagt, hauptsächlich auf Stealth gehe. Und das ist meiner Meinung nach die beste Stealth-Kombi vom Schaden und
Alles drum und dran, ja. Boah, der baut den. Der Bogen macht bei mir einfach schon 1500 Schaden. Hab ich gerade gesehen. Das ist nicht schlecht. So, mal hier ganzes Zeugs. Ganze Typen looten. Dann müssten wir so eigentlich auch alle. Hol uns Edens Unterstützung. Ich hab deren Ausgebildete kämpfen sehen. Ansonsten müssten wir eigentlich alles haben heute. Ja. Ich glaube, ich habe noch das alles. Der ist auch schon geslootet. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wenn du auch soweit bist, machen wir Feierabend. Dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir dann noch ein bisschen was aus dem Posten. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe jetzt eigentlich das Schwere. Oder, warte mal, wie viel aus dem Posten haben wir überhaupt noch, by the way? Eins. Zwei brauchen wir noch die dritte Stufe und bei dem letzten brauchen wir sogar noch zwei Stufen. Dann würde ich danach zur Schraubebude. Ja, ich würde die Schraubebude gerne noch für Elite machen, genauso wie die das Wasserloch. Und dann fehlen uns eigentlich noch zweimal die der leere Garten und dann haben wir eigentlich die, die wir jetzt auch schon eingenommen haben, auf Elite. Dann sind wir nämlich durch. Gut. Dann lass uns das auch machen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alle aus dem Posten, soweit ich weiß. Ja, machen wir Step by Step. Und dann gehen wir, wenn wir die drei Dinger durch haben, würde ich sagen, gehen wir noch New Eden, oder? Oder ist es doch zu früh, sagst du? Ja, nö, eigentlich könnten wir dann. Ja, können wir machen. Weil wir haben ja jetzt die, wir haben jetzt gefahren. Wir haben jetzt die drei Waffen auf Elite. Wenn ich die Dinger jetzt habe mit Methanol, dann kann ich nämlich noch ein bisschen hochdrehen. Du hast einiges geskillt schon und. Ja, genau, wenn wir die noch. Die drei machen. Du kannst Waffen basteln auf Elite, ja, ne, klar, können wir machen. Vielleicht noch gucken, dass wir dann als nächstes. Ich muss gleich mal ab. Bevor du das Prosperity weiter auflevelst, muss ich mir mal angucken, was wir auf welchem Level wir haben. Wir haben nicht mehr so viel mitmachen mit Prosperity. Es sind noch drei oder so, die glaube ich noch drei oder vier müssen wir noch machen. Wir haben aber alle schon auf Level 2, ne? Ja, müsste eigentlich alles auf Stufe 2 sein. Ich habe sogar manche jetzt schon auf Stufe 3. Warte, ich guck nach, bis wir jetzt gerade irgendwas noch machen. Nee, wir haben einzig die Krankenstation. Die haben wir noch nicht. Doch, wir haben noch einiges nicht auf Stufe 2. Krankenstation, Sprengstofflabor und das Trainingslager sind alle noch auf Stufe 1. Alles andere ist mittlerweile Stufe 3, genau. Stufe 2. Die Werkbank und Prosperity selber sind schon Stufe 3. Gut, Krankenstation und vor allen Dingen Sprengstofflabor müssen wir dringend auf Stufe 2 bringen. Das machen wir auch als nächstes. Jetzt machen wir nämlich die Dinger noch durch und dann knallen wir so hoch. Dann knallen wir die Krankenstation so weit hoch und dann jetzt auch das Sprengstofflabor hoch. Ja, machen wir Step by Step jetzt gerade. Gut. Ja. Und dann war. Warte mal, sind wir Prosperity gerade? Ne, wir sind im anderen Ding. Gut, dann sehen wir mal, würde ich sagen, wir mal hier feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und danach geht's weiter mit dem. Ausplündern der Außenposten, damit wir hier ein bisschen genug Ethanol bekommen, damit wir uns weiter aufrüsten können und dann können wir dann irgendwann auch endlich New Eden mal gegenübertreten. Bis dahin und tschüss.